Werner Thomanek ist bei uns Anwalt und Verteidiger. Schön, dass Sie da sind. Wunderschönen Abend. Grüß Gott. Wie ist Ihre juristische Einschätzung der Ereignisse des heutigen Tages rund um Finanzminister Blümel? Ich kann natürlich den aktuellen Akt nicht evaluieren, weil ich keine Aktenkenntnis habe. Aber ich habe jetzt die letzten Stunden verfolgt, das sogenannte Wording, wie es heute heißt. Und ich wurde eingeladen zu einem Gespräch zur Polizei und habe heute alles herausgegeben. Normalerweise heißt das, ich bin als Beschuldigter in einem Akt und ich habe von der Staatsanwaltschaft, gibt es eine Anordnung zur Sicherstellung, man hat einen Hausbesuch. Mhm. Man kann sich aussuchen, gibt man es freiwillig her oder machen die dann halt die grobe Variante und man dürfte sich entschieden haben für die Variante A. Und endlich konnte ich mich frei reden, nachdem die schon seit Tagen, wahrscheinlich Wochen kursiert, in informierten Kreisen, dass da was kommen müsste. Überrascht, dass diese Überraschung allseits. Also Sie haben schon länger etwas davon gewusst? Ich glaube, nicht nur ich habe geahnt, dass bei einem Akt mit Dutzenden Beschuldigten nicht der eine Anwalt dem anderen sagt, du, da kennt was kommen, auch auf den. Und auch die unmittelbar Beteiligten sollten vielleicht ein virtuelles Bewusstsein, Unrechtsbewusstsein haben, dass sie in Kontakt waren mit Leuten, die jetzt bereits schon eine Liga weiter sind, also schon weiter fortgeschritten im Ermittlungsverfahren. Würde man da etwas finden beim Herrn Minister, wäre es kein Intelligenzbeweis. Wie überraschend kommt für Sie jetzt diese Hausdurchsuchung am heutigen Vormittag? Also, wenn ich überrascht wäre, nachdem ich diese Dinge überhaupt nicht tangieren, weil ich keinen der Beteiligten vertrete, aber trotzdem, nachdem man ein- und ausgeht in den zuständigen Stellen am Gericht und bei Staatsanwaltschaft, kriegt man wenigstens so am Rande mit, dass irgendwo was im Busch ist, dass man auch gewisse Diskrepanzen gibt zwischen verschiedenen Institutionen und die Reputation der Justiz ein bisschen, also vor allem der Staatsanwaltschaft, ein wenig lädiert ist und das hier vielleicht anlassbezogen, man sagt, jetzt könnte man, sollte man. Nur sowas passiert ja nicht, weil vorgestern irgendein Dilemma zwischen dem Herrn Bilnacek und dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien war oder beteiligt, also da muss ja schon länger was am Brodeln sein. Also wen das jetzt überrascht, der ist jetzt nicht wirklich am Geschehen und vor allem sollte auch sollten die Leute, die den beraten, vertreten, also wäre er nicht gewarnt, würde das mich wundern. Sie denken, es ist eine Retourkutsche? Ich kann diese, also in diesen Kategorien denken wir nicht an der Front. Uns überrascht nichts. Uns überrascht nicht, dass es irgendwelche Rivalitäten zwischen ermittelnden Behörden gibt, auch zwischen Bundesländern. Und nachdem hier eine große Umstrukturierung erfolgt ist vor circa 12 Jahren, die Reform der Staatsanwaltschaft, in dem denen, die das Ermittlungsverfahren überantwortet wurde und dann wurde ausgegliedert, dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die hat jetzt eine Eigendynamik, eine unerwünschte, anscheinend übernommen. Und plötzlich ist alles anders geworden und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Was denken Sie? Prognosen, wissen Sie, ich lasse mich nicht mehr auf Prognosen ein. Man ist auf hoher See und bei Gericht ist man in Gottes Hand. Und ich wünsche dem Herrn Blümel alles Gute und ich hoffe, er hat im Bedarfsfall ein zweites Standbein. Ein zweites Standbein? Ja, möglicherweise ist er dann, nehmen wir mal so, in der Politik, wenn das an Rechtsanwalt passiert, also in einem Beschuldigten, das ist nämlich hier, es geht um Nuancen. Sollte er wirklich als Beschuldigter geführt werden im Akt und nicht als Verdächtiger nur, das ist im Normalfall ist es relativ neutral von den Rechten, die sie dann haben, oder Pflichten, die sie dann haben. Der Verdächtige, der hat einen Anfangsverdacht. Wenn Sie als Rechtsanwalt Beschuldigter sind, würde es reichen, dass man Sie vorläufig einmal aus dem Verkehr zieht und die Vertretung vom Strafgericht entzieht. Würden Sie sagen, er ist jetzt schon rücktrittsreif? Ich enthalte mich politischer Äußerungen,
Weil wenn er Rücktrittschef wäre, wäre wahrscheinlich er nicht der Einzige und dann haben wir italienische Verhältnisse da. Anwalt Werner Domenech, vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich für die Einladung.